Herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder beim Europa Universalis 4 Simulator. Ich bin immer noch dabei, das zu sagen. PlayStation und Kösti schreiben auch schon Hallo. Ja. natürlich, Yannick ist blöd, ja. Ah, geil, dass man das auch gesehen hat, ey. Ist Hallo. Alles. Hi. Ist okay, ist voll okay. Wo habe ich denn das ganze Land her? Wo waren wir denn? Hä? Alter, du bist hier Osman, was glaubst du denn? Ich hab einfach hier plötzlich 10.000. Hä, wo waren wir denn? Ah, Frankreich ist immer noch in der Koalition gegen mich. Ah, wir hatten hier rechts angegriffen, ne? Ja, ja. Ist hier rechts Wende? Willkommen zurück. Danke, ich fühle mich wohl hier. 300 Jahren. Ackermann? Aber wieder was. Wo ist denn Ackermann? Ach, Ungarn. Nee. Hä? Hä, wo hab ich denn Land bekommen? Hier in Dings. Ackermann ist ehemalig Moldawien. Ja, da wo die 1000. Nee. Ja, was stimmt, wie ich hatte. In deinem Land? Hä, wer, wo? Novgorod, die 1000, die sich da oben verlaufen haben. Hä, hey, na, das ist ein Vasall von euch. Hä? Von Novgorod? Keine Ahnung. Ich hab mit dir nichts das zu tun. Das ist ja grüne, fette Fleckchen da neben Moskau. Die sind im Krieg gegen Litauen. Ey, guck mal, da ist Dänisch. Kasan. Dänisch Karelien. Hä, hey, was hat denn Dänemark da? Ja, soweit können wir noch nicht gucken. Ach, so. Die laufen zur Krim wahrscheinlich, warum auch immer die dann durch dein Land laufen. Oh, Leute. Bin ich nicht mit Krim verbündet? Ich bin mit Krim verbündet. Die sollen mich mal gefälligst nicht da reinrufen. Ich glaube, das machen sie so langsam mal den. Nein, jetzt lass mich doch erstmal gucken. Also, ich habe Rebellenprobleme. Habe ich doch gesagt. Ich mache erstmal hier raue Behandlung. Ach, Karakoyunlu, ja, die habe ich eingenommen. Ein unrechtmäßiges Gebiet, ja, das wäre ich für den Kaiser gut zu wissen. So, zu viele diplomatische Beziehungen? Wie viel habe ich denn? Wo sehe ich das? Hey, ich habe 5. Komm schon. 1, 2, 3, 4, 5, ach nee, 6. Emiretien Herrschaft über. Ach, ich habe da irgendeinen Vasallen. Oh. Wo ist denn Emiretien? Ach, das Blaue da, okay. Ah, gegen die habe ich hier alle gekämpft. Jetzt weiß ich. Jetzt seht ihr mal, wie lange das her ist hier. Bestimmt ja, schon 10 Ungarn ist ja ein Vasalle von Böhmen. Vasalle. Ja, bei mir steht Vasalle. Deutschkorrektur und so, ne? Ja. Ist ein Vasalle von Böhmen. Alter Schwede, ey. Also, wo die Grammatik gelernt haben. So, jetzt wird's mal richtig hart loslegen. Die Deutschkorrektur jetzt eigentlich geupdatet oder ganz rausgenommen? Hat man gerade mein Handy gehört? Mir fällt auf, nein, dass das noch auf laut ist. Ich habe nur viele A-Schreie gehört und einen Ton, der mir angezeigt hat, dass Aragorn ein Embargo gegen mich. Und ganz viel Lag. Ne, es war mehr so ein Wookie-Geräusch. Ja, gegen mich. Gegen mich auch, glaube ich. Oder das hat bei mir aufgehoben. Wenn man als ein Provinzenland sonst nichts zu tun hat. So ein Provinzenland? Die haben noch Palermo, Messina und Syrakus und Malta. So, ja, irgendwas ist halt jetzt gerade passiert, was ich nachgucken wollte. Egal. Ich wollte auch irgendwas sagen, aber ich glaube, irgendwas Beleidigendes, von daher ist auch egal. Mir wurde gerade irgendeine Meldung angezeigt, aber ich weiß nicht mehr, was für eine. In WhatsApp kann ich dir sagen, welche das war. Ja, das habe ich ja gelesen. Ja. Ja, ich glaube, ich brauche. Jetzt schon wieder los. Muss gerade mal eben gucken. Mehr Pietät ist doch besser, oder? Weniger? Ja, immer noch keine Ahnung. Ja. Das ist einfach viel zu lange her. Leute. Ja, das stimmt. Ja, ich wollte ja immer. Oh ja, schrei mir genau, nicht ins Ohr. Genau, du wolltest immer. Ich du konntest nie. Mehr. Ja, ihr habt immer an den falschen Momenten gefragt. Du warst immer in. Was? Nee, da war ich noch nicht so oft. Nein, euer Ernst? Wer hat Böhm zum Kaiser gewählt von euch? Ich. Böhm ist doch noch nicht mal Kaiser. Ja, und dann ist Böhm halt hier in der Heiligen Stuhl. Wie heißt denn das? Seit wann wird denn da gewählt, du Idiot? Mann, warum ist denn. Kreuzzug gegen Osmanen. Ach so. Ja, ach nee! Geil. Kösti, neuer Plan. Du erstmal Bündnis aufkündigen. Ja, mach du das mal, sonst krieg ich Ärger. Ich hab so schon hier genug Scheiße am Arsch. Scheiße am Arsch? Wie kommen die denn da? Das Sprichwort habe ich gerade erfunden. Alter, was ist mit Köln schon wieder passiert? Bisschen größer. Böhmen auch. Total groß. Idioten. Ich bin mit denen verbündet. Ja, Idioten. Alter, sobald mich jetzt jemand angreift, habe ich doch eigentlich schon verloren, oder nicht? Ich sag's mal so, wenn die katholisch sind, dann, und wenn Frankreich, Österreich und Kirchenstaat sind, dann könnte das tatsächlich etwas knifflig werden.
Wo sehe ich denn? Kann ich nicht auf meinem Land sehen, dass ein Kreuzzug gegen mich Dings ist? Du weißt es doch. Reicht halt nicht. Aber was haben die denn gegen dich? Das ist jetzt mal so die spannendere Frage. Tja, keine Ahnung. So, hier kann ich auch nochmal ein Spionagenetzwerk aufbauen. Jetzt habe ich 4 Spionagenetzwerke. Vielleicht, dass ich insgesamt Erster bin oder so? Keine Ahnung. Oh, ich habe in Bagdad Beziehung verbessert? Ja, du bist insgesamt Erster. Ich kann ja gerade eben eh nicht viel machen. Ich warte hier, bis sich die anderen Länder mal ein bisschen beruhigen. Aber ich habe im Moment die beste Tendenz. Wo ist denn... Ach, Bagdad ist... Ach, Irak ist das. Ich mache die nächsten 100 Jahre gar nichts mehr, so wie das hier aussieht. Aber Irak kann ich ja eh nicht vasalisieren. Kann ich mich mit dem Timurinenreich verbünden? Nee, wir sind schon die ganze Zeit Rivalen. Das ist ja doof jetzt. Okay, ja, Krim-Bündnis, das ist irgendwie ein bisschen sehr fail. Na komm, den Typen hier aus Irak, den kann ich abziehen. Ach, Rebellen, ja komm, alter Karakoyunlu-Rebellen, was denn das? Oh, Aragorn wurde ja. Ups. Ja, soviel zu der einen Provinzen. Mein Provinzenstaat. Hier haben wir überall so. Naja, dann bin ich zumindest das Handelsembargo los. Man muss es ja positiv sehen. Frankreich ist mir feindlich gegenüber. Ja, mir auch nicht so ganz glücklich. Ich habe einen Rivalen. Ist ja auch irgendwie logisch. Es geht eigentlich. Also wenn das minus 100 Rivale nicht wäre, dann wären wir mir positiv. Ja, Ansbach fliegt jetzt bei dir bald raus als aus nee, der Koalition. Nein, tun sie nicht. Die müssen schon selbst rausgehen. Auch wenn das auf 0 geht? Achso, bei 0 weiß ich nicht. Böhm ist mein Rivale? Wo ist denn Ansbach bei mir in der Koalition? Ach da. Litauen ist... Ach, Böhm ja, und... Ich habe Litauen ausgewählt und Böhm hat mich ausgewählt. So, der Kaiser muss wieder was machen. Bremen, ihr Penner, wieso seid ihr protestantisch? Aber wäre es nicht schlau, mich mit Litauen zu verbünden? Ist Litauen gegen Böhm? Ja, Böhm muss ich auch irgendwann mal aufkündigen. Die sollen mich mal angreifen. Polen ist ein untergeordneter Partner von Litauen. Guck dir mal bitte Polen an. Das ist jawohl, eine fucking Provinz. Wo ist denn das jetzt? Ach da. Ich nehme mal Litauen raus. Kann ich da Böhm reintun? Ja, okay. Das so, reicht jetzt eigentlich auch schon an. Ich glaube, ich warte mit dem Bündnis auflösen mit Böhmen mal so lange, bis hier ein paar Länder aus meiner Koalition raus sind. Ja, das würde ich auch. Danach fliegen die raus, weil irgendwann muss man dann halt gegen die unternehmen. Oh, oh, oh. Ich fing hier mal Anspruch auf. Wie heißt die hier? Iskandria. Und dann baue ich mein Spionagenetzwerk ab. Diplomatische Ideen, Kosten für das Senken der Kriegsmüdigkeit senken, das finde ich gut. Oh, und die Kosten für das Erheben von ne? Ja. Aha. Kosten für das Erheben von Ansprüchen kann ich auch senken. Ja, find genau, ich, okay, ups. Luca. Nicht sehr gut. Burgund hat das Ding jetzt verlassen. Gegen dich? Dann ja, gehe ich da gleich mal rein. Kannst du gar nicht. Wie willst du denn, was willst du denn da? Hä? Gegen mich ist nur das Mamelucken, also die Mamelucken und Jemen. Litauen. Okay, Timurinreich, Litauen ist ein bisschen Ungarn. So, bei mir läuft es auch ein bisschen ruckelig, muss ich sagen. Aber bei es mir kann eigentlich auch mir nicht, liegen. Aber es wird nur so ruckelig. Also bei mir läuft alles. Ich habe flüssige 60 FPS. Ulm ist jetzt auch raus, aber die waren jetzt auch nicht so das Problem. Okay, ich werde auf jeden Fall Allianz Memmingen mit... Memmingen ist raus. Wer ist denn dir denn läuft? Ey, kannst du mal... Ganzen Mächtigen. Luca, kannst ja, du mal Litauen als deinen Rivalen wegnehmen? Wenn ich gerade mal eben... Ich habe gerade nicht dafür, gemacht, um das und, zu ändern. Und dafür Frankreich reintun? Ich meine, nee, das Osmanische Reich lächelt mich so an. Beruht doch auf Gegenseitigkeit bei euch. War es eine schlechtere Armee als ich? Ja. Autsch. Hä, du bist viel weiter in der Forschung, du Olme. Naja, untypisch. 11 hast du, ich hab's viel weiter. Ein weiter. Warum haben wir eigentlich noch so geringe Stufen? Müssen wir eigentlich schon längst viel höher sein? Also ich bin auf Stufe 12, das ist normal. Ich auch. Na gut, von mir aus. Ja, und ich bin nur auf 11. Ja, ich nehme gleich mal Böhmen rein, wenn genug Leute sich hier mal verpisst haben aus der Koalition.
Ja, so, Hauptsache, dass du Litauen rausnimmst, weil dann kann ich... Ja, Ansbach hat ja zum Beispiel komplett weg, die aggressive Expansion. Weil dann kann ich mich mit Litauen verbünden. Die sind nämlich wesentlich cooler als Bündnis, glaube ich. Als? Ich habe niemand anderen. Also, ich nehme Litauen einfach dazu. Und dafür habe ich jetzt Böhmen halt zu meinem Rivalen gemacht. Böhmen will ja auch nur den Kreuzzug, damit sie mich hier direkt angreifen können. Ich bin ja an deren... Ne? Grenze und so. Ja, die spionieren auch schon die ganze Zeit bei mir. So eine Wichser, ey. Verbündet mit Deutscher Orden und Nürnberg. Als ob Österreich denen helfen würde gegen mich. Also irgendwas stimmt bei mir gerade nicht so ganz, habe ich so das Gefühl. Inwiefern? Ich habe jetzt erst nach gefühlt einer halben Stunde im Kap Bonn deren Schiffe attackiert. So, wieder da. Was schon wieder hier mit attackieren? Ja, warum? Die Zeit läuft doch normal. Also wir hatten jetzt auch nur gerade... Die Zeit läuft normal, aber irgendwie läuft es trotzdem. Weiß ich nicht. Komisch. Nö, meine Figuren bewegen sich normal schnell. Ich brauche noch meine zweite Armee, die soll auch nochmal mit rüber marschieren. Nein! Was hast du so für eine Meinung? Oh, ich senke mal deine Meinung über mich um 100. Und tschüss. Ich kann mit denen keine Staatsehe machen. Okay, ich müsste die Krim für Litauen aufgeben. Aber das ist ja wohl kein Thema, oder? Mit der Krim habe ich... Oh, mit denen habe ich aber einen Familienbund. Aber ich helfe denen ja eh nicht. Familienbündnis. Ah, Darlehen zurückzahlen auf jeden Fall. So, dann komme ich hier mal Press machen. Wo denn? Auf meiner Insel da. Wie heißt die nochmal? Sardinien? Ja, aber Luca, ich bin Militärrang auf Platz 1. Aha. Ja, Sardinien. Keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Weiß ich auch nicht. Ich bin 2 Stufen höher als du und hab ein paar mehr Truppen als du, aber nicht viel. Ja, weil ich noch wesentlich mehr Truppen haben kann. Ich habe noch gar keine. Muss mal wieder welche bauen. Sehe ich gerade so. Ich habe ein Truppenlimit von 65 jetzt. Und viel Geld. So, die Truppen sind zerschlagen. Wir sind die Nummer 1. Oh, was steht denn Slam 10 in Dingens hier, Avignon? Ah, Frankreich ist rausgegangen. Sehr nett. Da müsst ihr jetzt erstmal wieder frei. Ja, gut. Oh, ist das buggy, jetzt kann ich gar nicht. Hallo an alle. Also ich sehe, dass ich, glaube ich, zu viele Truppen dann baue gerade, aber ich... Mal kurz, was die Religion angeht, ich glaube langsam... Ich will nicht verwestlichen. Warum soll ich denn verwestlichen? Das dauert ein halbes Milliarden Jahre. Ja, wenn du es geschafft hast, ist cool. So, können die Protestanten immer wieder aussterben? Wenn ich es geschafft habe, ist cool, ja, wenn. Ja. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Dann wäre ich Millionär. Wie sieht so HR aus? Auch ganz gut. Okay, also Litauen will noch... aktuell, das passt.
Litauen will das nicht wegen Krim. Und ich habe bereits mächtige Verbündete, habe so viele diplomatische Beziehungen. Haben die sonst gar keine Burg mehr? Dann kann ich hier doch schon fast streuen. Marschieren wir mit denen mal vor in die Hauptstadt, damit da mal Ruhe ist. Jetzt habe ich schon zu viele Truppen, ne? Ja. Das ist super, wenn man natürlich, also wenn man nicht sieht, wie viele Truppen man hat. Kostet wie viel bist du eigentlich im Militär ran? Ich glaube immer noch 12. Okay. Ich bin gerade von 3 auf 4 abgerutscht. Ja, bei mir ist nur der Diplomatierang scheiße. Forschung bin ich halt ziemlich schlecht. Aber, ja. Nee, Tunesien, nee. So, dann wollen wir nochmal gucken, wen wir jetzt hier einnehmen können. Ah, passend dazu kratzt mir mein Befehlshaber ab. Ah, das Land ist gerade so ein bisschen besetzt. Savoyen ist... Savoyen natürlich ist mit dem Vatikan Krieg. Verbündet. Ist ja nicht so, dass ich das Bündnis mal aufgelöst habe. Das hat nicht funktioniert. An sich schon. Nach dem Motto, fick dich, ich gehe wieder in Bündnis mit denen. Warum auch immer. Aber gut. Weil die mir jetzt gerade schon wieder helfen. Ja, Idioten. Ja, das ist deine Ansichtssache, aber. Ja. Du sollst dahin laufen. Bin so ein bisschen eingekesselt. Ansbach wird mir gerade weggenommen vom deutschen Orden. Muss ich warten, bis die da mal fertig sind mit ihrer Tourismusreise. Und eine Grenze. Jetzt stehen zu die Köln da mit schaffen. Einem verdammten Schiff. Naja, egal. Stell ich halt meine Truppen davor, dann ist da auch dicht. Gehen wir weiter. Nehmen wir Tunesien schon mal raus aus dem Krieg. Weil von dem will ich ja auch eigentlich so gar nichts. So. Na, 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 na. Ihr kommt mir hier nicht raus. Ja, heute läuft bei mir. Noch bin ich erst, aber ich mach zu wenig beim Diplomatierang plus. Aha. Was fehlt mir da? Also wie kann ich da mehr machen, diplomatiemäßig? Wahrscheinlich, weil ich so viele diplomatische Beziehungen habe. Marokko habe ich ja auch noch mit im Krieg. Ach du meine Güte. Ich bin mit Tunesien verbündet? Ja. Und du nimmst die gerade ein? Ja. Und warum wollen die nicht, dass ich denen helfe? Weil ich nicht die angegriffen habe, sondern ihre Verbündeten. Ja toll, ich kann das Bündnis und die Ehe natürlich nicht einfach so schließen, weil das... ankotzt, ja super. Achso, du hast Tlem 10 angegriffen und takest jetzt einfach mal Tunesien komplett. Jo. Ja. Was machen Frankreich gerade so? Ach, die haben... Ach, Savoyen ist im Krieg gegen Frankreich, das ist ja schick. Alter, was wollen denn die hier? Karakunyunlu wird keine freie Nation, aber warum kommen die denn dann dauernd wieder? Dann Omiya und Musch. Ja gut, den kann ich aber auch nicht mehr... Ich muss nochmal kurz weg. Dings gehen. Da ist Urmia und da ist Musch. Haben die denn schon mal einen Glauben? Achso, das sind also die beiden. Also Luca ist jetzt einfach mal so gegangen. Na dann lass ihn mal eben angreifen. Spaß. Oh, ja. Wo haben denn ihre ganzen Schiffe her? Na egal, ich habe 10 Kriegsschiffe, also werde ich ja wohl gewinnen. 10. Oh, was ist denn Sligo? Sligo. Könnte sich jo, auch Irland. Ist doch England oder zumindest Britannien.
Nee, ja, Irland, da haben die so ein bisschen was eingenommen. Also Sligo hat Irland so. Oh, Dänemark wird vom Deutschen Orden angegriffen. Interessant. Und von Schweden. Ja, ich kann irgendwie gerade nicht viel machen. Weil, wenn, dann würde ich Ungarn angreifen wollen, aber das geht auch nicht. Und nach Süden Richtung Mamelucken ist auch gerade schlecht. Aber warum sind die auch mit Oman da unten verbündet? Und keine Ahnung, wo. Ach, da ist Fungi. Fungi. Ach, guck mal, Portugal und England sind schon hier unten in Mali angekommen. Was ist denn das für ein Rauschen zwischendurch immer? Ach, das ist bestimmt dein Mikro oder so. Hä? Nee, dann nicht deins. Was rauscht oder was? Irgendwas rauscht immer im Hintergrund bei mir. Ich weiß nicht, ob das meine Kopfhörer sind oder ein Mikro von euch oder was weiß ich. Was passiert? Was passiert? Der Deutsche Orden will durch mein Land? Okay. Keine Ahnung, wo der hin will. Der Deutsche Orden will auch durch mein Land. Malta ist mehr oder weniger unabhängig. Was? Wo ist Malta? Was ist ein Malta? Ja, warte mal kurz. Nee, das ist aus Vatikan. Ich muss erstmal hier Dingens Was ist jetzt. machen. Ist Malta nicht dieses komische Land bei dir oder so gewesen? Nee, ne? Im Süden von Palermo, wie heißt die Insel da? See. Ne? Die Insel da, im Süden von der Insel da. Das ist keine Insel, kein Malta, nichts. Unter Italien. Ja, das ist Kastilien. Ja, das gehört im Moment zu Kastilien, richtig. Ach, du meinst da, die Ritter. Ja. Doch, Oh, Malta. die Insel habe ich doch noch. Ja, die heißt hier bei mir Malte. Stimmt, ist ja ein Riesenunterschied. Habe ich aber auch noch nie gesehen. Ich habe die Ritter diesmal eingenommen. Extra hier, sonst sind die mal hier in Rhodos. So. Du hast da übrigens kroatische Nationalisten. Ach, was? Hä, du hast jetzt einfach nur Djerid zurückgegeben? Du Und kriegst wahrscheinlich noch ein. Reparationen und Geld. Ach so. Und Bündnis aufkündigen. Mit mir? Jo. Ja, danke. Aber den Gerne. Familienband habe ich jetzt noch nicht geschafft. Dann kann ich mir nämlich eventuell doch noch Litauen krallen. Oh, die sind ein bisschen pissig wegen meiner aggressiven Expansion. Und die Allianz mit deren Rivalen ist halt Kacke. Mit Krim. Du hättest mal meine Allianz mit der Krim, die Allianz von der Krim mit mir auflösen können oder so. Ja klar, mache ich einfach so. Wenn ich mit Tunesien im Krieg bin, löse ich einfach die Allianz mit der Krim auf. Klar. Es gibt auch keine coolen Länder, mit denen ich mich sonst verbünden könnte. Wobei Deutscher Orden wäre eigentlich ziemlich nice. Aber die sind auch mit Böhmen verbündet. Yay! Also rein theoretisch könnte ich jetzt einfach verwestlichen, weil ich ja eh eine Ewigkeit jetzt irgendwie nichts mache.
Jeden Monat wird aus jeder Kategorie bis zu 5 Monarchiemacht abgezogen. Wie viel mache ich hier? Plus 10, plus 5, plus 6. Naja. Länder mit einer höheren Entwicklungsstufe verwestlichen langsamer. Nach Abschluss des Wandels, der insgesamt 2500 Macht erfordert, werden wir unsere Technologiegruppe auf westlich ändern. Aber was habe ich denn dann für einen Vorteil? Okay, die Grundkosten sind halt niedriger. Ja. Das ist der Riesenvorteil. Ja, wird meine Stabilität um 3 schwächen. Wie soll ich denn die dann bezahlen wieder? Du kannst die im Moment am Anfang dann nicht bezahlen. Ich überlege gerade echt, das einfach zu machen jetzt. Weil ich jetzt eh gerade keinen Krieg führe. Aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Oder ob ich lieber versuche, Böhmen einzunehmen und bis Prag vorzudringen. So, guten Morgen. Danke, dass ihr nicht Pause gedrückt habt. Ich werde ja gerade von Rebellen hier, Gar nicht wahr. Wo sind Rebellen? Das sind Köstis Rebellen. Ja, und wenn schon. Ja, aber die nehmen gerade Österreich ein. Ja, und jetzt gab es 10 Jahre, jetzt gibt's hier 10 Jahre Nationalismus irgendwo. Ja, mein Gott. Ja. Und ich bin Papst, habe ich gesehen. Du hast einfach nur gesagt, ich bin weg. Du hast nicht gesagt, macht mal Pause. Aus ja, dem das folgt ja daraus. Können wir doch nicht hier einfach mitten in der Aufnahme 20 Minuten Pause machen. Das stimmt. Ich war vielleicht 10 Minuten weg. Na, ja, siehst du? 10 Minuten ja, Pause. Raus. Ich bin doch nicht blöd. Das kostet viel ich zu viel Zeit. Ich mache mir doch nicht mehr Arbeit als nötig. Deswegen nehme ich auch nicht auf. Vor allem bei EU4. Du meinst im Simulator? Ja, beim Europa-Universalitäts-Simulator, ja. Europa-Universales. Ist dir mal aufgefallen, wie groß Kösti ist? Noch Rebellen? Kösti, klopp mal die Rebellen aus meinem Land. Hä, welche Rebellen? Da sind doch keine! Ja, Schnauze! Du musst nur das da im Vatikan, Slavonien, kannst du ja auch gleich mit einnehmen. Oh, mein Waffenstillstand mit Sachsen ist beendet. So. Ich nehme an, mein Ding wird entdeckt, wenn das hier nicht mehr weitergeht. Ja, die Morit will auch mein Land haben. Wollen ja. Alle dein Land haben. Irak kriege ich ja leider hier nicht. Mann, ich hätte echt gern Irak als Verbündeten. Aber Grundsteuer von Ottomanische im Vergleich zu irakisch ist halt scheiße. Gut zusammengefasst. Ja. Oh, Krim ist... Warte, die haben nur eine Provinz verloren? Krim erhielt ein Geschenk von Muskovi. Das ist ja interessant. So, ach, jetzt leite ich ja mehr oder weniger den Kreuzzug gegen das Osmanische Reich. Das ist ja süß. Das ist was Cooles. Ja. Mal gucken, hast du mich jetzt? Nö. Nö. Ich hab dich sogar noch mehr lieb gewonnen. Oh. Bist du da? Ja, aber guck mal, wer dich hasst, ist Savoyen. Die hassen dich vielleicht. So, ich habe jetzt Stabi 3, Prestige plus 100, Hingabe plus 100. Der Savoyen ist ja auch kacke. Guck mal auf dein Handy, Luke. Ja, ich habe gerade gesehen. Ach, das ist gerade so viel zum Durchlesen. Ja, musst du nicht lesen. Geht nur um die 3 Punkte, die musst du lesen und dann am Ende schreiben, ob 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Eigentlich ist mir egal. Kann der Kater vielleicht aufhören, kurz hier meine Tasche zu zerkratzen? Wirf ihn aus dem Fenster, keine Ahnung. Bist du blöd? Was sollen wir dir denn da jetzt helfen? Ja, keine Ahnung, ich will nicht irgendwelche Fail-Army-Vorschläge hier bringen. Ja, weil du auch hinterher springst, wenn du ihn aus dem Fenster wirfst. Hä? Ja, Fail-Army, du kannst ja die Katze aus dem Fenster werfen, die landet eh auf den Füßen. Ja, klar, mach ruhig. Also auch wenn es ein Kater ist. Mit wem ist denn jemand? Wenn du auch aus dem Fenster landest, eh auf den Füßen. Hilfst du bestimmt viel. Ich lande nicht auf den Füßen. Wo ist denn Ayuran? Schlag mich tot. Oh,
Französisch La Plata? Ich hoffe, die Antwort ist hier produktiv genug. Französisch La Plata hat ein Spionagenetzwerk bei mir. Ja, das, die haben bei mir auch eins. Französisch La Plata! Ja, den ist langweilig, lass ihn doch. Das ist far, far weit weg. Far, far weit weg, ja. So nenne ich dann auch immer. Ja, kann mir jetzt mal bitte jemand erklären, wo dieses Aya Jin ist oder so? Ja, ah, nicht. Nee. Ist das hier in Indien? Ich sehe es nicht. Nee, in Indien sowieso nicht. Ayutthaya? Hieß das Ding Ayutthaya? Nee, Ayuran. Ich sehe es noch nicht. Aber ich meine, Ayuran müsste irgendwo im Osten sein. Ja, mhm. Mein Waffenstillstand mit Ungarn ist vorbei, jetzt kann ich Ungarn angreifen. Wie lange geht denn so ein Kreuzzug gegen mich? Bisschen. Bis 1584. Okay. Das ist aber nicht in Indien. Nee, Ayuran ist nicht in Indien, das stimmt. Ja, das ist das Einzige, was östlich geht. Dahinter ist es auch nicht. Nee, das ist ja auch noch davor östlich. Von Jemen aus östlich oder von wem aus östlich? Von dir aus östlich. Irgendwo. Nein, das ist nicht. Dann nördlich, ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht, auf jeden Fall. Nördlich geht auch nicht. Das muss doch in der Nähe von Jemen sein. Aber hier ist nur Äthiopien, Wasangali, Kaffa, Funi, Alodia, Hobyo. Ach, das ist Ayuran. Hier so ein kleines weißes Kaffner. Dann greife ich doch Jemen an.